الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Und zwar machen wir hier weiter mit المسح على الخفين. المسح على الخفين, wir waren da angekommen. Und was haben wir da gesagt? Wir haben gesagt, die Voraussetzung ist, also الخفين sind die Ledersocken oder Socken aus anderen Stoffen eben. Und die Voraussetzung ist erst einmal, dass der Stoff erst einmal erlaubt ist, halal ist. Also es darf kein Schweineleder sein oder Hundeleder sein oder sowas ähnliches. Ja. Genau, streichen über die Socken. Und das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass diese Ledersocke oder die Socke aus Wolle oder aus was auch immer den Bereich bedeckt, oder genau, bedeckt, den man waschen müsste, also bis zu den Knöcheln. Also wenn die Socke unter den Knöcheln ist, dann reicht das nicht aus. Oder wenn der Schuh unter dem Knöchel ist, würde es nicht ausreichen. Also die Socke oder dieser Schuh muss den Bereich bedecken, der gewaschen wird. Es ist aber trotzdem gültig, wenn kleine Risse da sind, wenn natürlich wenn es eine Sandale ist, ja, oder die Hälfte des Schuhs irgendwie weg ist, dann nicht mehr. Aber wenn es kleine Löcher sind oder kleine Risse sind, dann darf man trotzdem waschen. Aber allgemein gilt die Regel, es muss der gesamte Bereich des Fußes bedeckt sein. Also bis zum Knöcheln meine ich. Drittens, die Voraussetzung, dass man diese Socken angezogen hat nach einem vollständigen Wudu. Was ist ein vollständiger Wudu? Also inklusive Füße waschen. Das heißt, wenn man die Füße gewaschen hat und dann die Socken angezogen hat, dann kann man danach über die Socken streichen. Wenn man zum Beispiel morgens aufgestanden ist nach dem Schlafen, morgens aufsteht, kein Wudu gemacht hat, sofort die Socken angezogen hat und man will danach jetzt Wudu machen, dann muss man natürlich die Socken ausziehen. Warum? Weil man die Socken nicht angezogen hat nach einem vollständigen Wudu. Und wir haben über die Dauer geredet. Und zwar die Dauer war für Ansässige 24 Stunden und für Reisende 3 Tage und 3 Nächte. Also 3 mal 24. Wann beginnt die Dauer? Es gibt hier 2 Ansichten. Entweder mit dem Anziehen des Chuf, ja, beziehungsweise es gibt mehrere Ansichten. Also entweder mit dem Anziehen des Chuf, ja, dieser Socke, oder mit dem also mit der Ungültigkeit oder mit dem Eintritt in den Zustand der Unreinheit. Oder drittens mit dem ersten Streichen über die Socken nach dem Eintritt in den Zustand der Unreinheit. Und die eher richtigeren sind die beiden letzten, und das eher richtigere davon, Wallahu a'lam, ist das letzte. Das ist auf jeden Fall die Ansicht von Ibn Uthaymin rahimahullah. Das heißt, wenn man die Socke angezogen hat, sagen wir mal, um 6 Uhr morgens habe ich die Socken angezogen. Um nach was? Natürlich nach einem gültigen Wudu, das war ja die Voraussetzung. Und um 7 Uhr ist man auf die Toilette gegangen. Damit bin ich in diesen Zustand der Unreinheit, also Hadath, Asrar, eingetreten, um 7 Uhr. Und um 8 Uhr mache ich jetzt Wudu und streiche über die Socke. Ab wann zähle ich die 24 Stunden oder eben 3x24 Stunden, wenn ich auf Reise bin? Das ist eine Ansicht. Ja. Das wäre in diesem Beispiel
Also 8 Uhr, ne? Also ab dem ersten Streichen nach Eintritt in den Zustand der Unreinheit. Also wenn ich auf der Toilette war. Ist das klar? Ich sage es noch einmal. Um 6 Uhr habe ich vollständigen Wudu gemacht und die Socken angezogen. Um 7 Uhr war ich auf der Toilette. Um 8 Uhr habe ich Wudu gemacht und gestrichen. Ab 8 Uhr fange ich an zu zählen, 24 Stunden. Das heißt, ich kann, solange ich die Socken nicht ausgezogen habe, von 8 Uhr heute bis 8 Uhr morgen streichen. Ziehe ich die Socken aus, muss ich natürlich alles, die Stunden wieder von vorne beginnen. Also kompletter Wudu. Und ab dem ersten Streichen nach dem Hadath, also nach dem Zustand der Unreinheit. Ja, ich hoffe, dass das klar war. Gut. Auch über Wollsocken, es gibt natürlich eine riesen Diskussion, ob man außer Ledersocken auch was so zum Streichen benutzen darf. Die richtige Ansicht lautet ja. Und Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, hat dazu auch ein Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch gibt oder nicht, aber auf jeden Fall ist das ein sehr gutes Buch. Da besteht, also überliefert er die Ahadith und die Aussagen der Gelehrten, dass das mehrfach überliefert wurde von den Salaf, dass sie auch über nicht Ledersocken, sondern Socken aus anderen Stoffen gestrichen haben. Hier sehen wir auch einen Hadith. Und zwar Al-Mughira ibn Shu'bah sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestrichen hat über Wollsocken und über Schuhe. Und wie gesagt, immer bitte mit dieser Voraussetzung, dass die Schuhe bzw. die Socken den Bereich, der eigentlich gewaschen werden muss, also einschließlich der Knöchel, bedeckt. Kommen wir nun zum Turban 162. Als Mann darf man über einen Turban streichen, statt über den Kopf, wenn folgende Bedingungen gegeben sind. Erstens, der Turban muss denjenigen Teil des Kopfes bedecken, der normalerweise nicht gezeigt wird. Also denjenigen Bereich, der gestrichen wird. Der Turban muss von unterhalb des Bartes gewickelt sein oder ein Endteil haben, das hinten oder vorne nach unten hängt. Denn so sahen die Turbane der Muslime damals aus. Ibn Taymiyyah stellt diese beiden Bedingungen nicht auf. Also die Ulama sagen, es muss eine sogenannte Muhannaka. Muhannaka bedeutet, also ein Turban, so wie also eher in der Wüste es benutzt wird. Ja? Das ist nicht nur ein Tuch oder so, das auf den Kopf gelegt wird, sondern das ist ein Turban und der wird richtig gebunden, damit er auch nicht runterfällt. Ja? Und das zeigt auch die Weisheit dahinter, denn bis du mal diesen Turban wieder geöffnet hast und weggemacht hast, um gerade mal so zu machen und dann wieder auf und dann wieder zuzubinden, das ist eine Erschwernis. Und deswegen ist es für diese Art von Turban erlaubt, dass man darüber streicht. Also ohne, dass du diesen Turban wegmachst, sondern du streichst einfach über diesen etwas größeren Turban. Es heißt hier weiter, denn so sahen die Turbane der Muslime damals aus. Man lässt das Endteil rechts vom Hals herunterhängen. Im Gegensatz dazu bestimmte Umar, dass die Turbane der Ahlul Dhimma kein Endteil haben durften. Wer sind Ahlul Dhimma? Ahlul Dhimma sind die Nichtmuslime, die in einem islamischen Land leben. Man befeuchtete seine Hände und streicht über den größten Teil. Man muss nicht über den gesamten Turban streichen, da dies eine Erschwernis wäre. Wenn ein Teil der Stirnlocke frei ist, ist es Sunne, über diese zu streichen. Denn Al-Mughira berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über seine Stirnlocke und den Turban strich. Also das war etwas frei und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wäschte über etwas von seinen Haaren und dann über den Turban. Ob man über den Turban auch nur streichen darf, wenn man ihn im Tahir-Zustand angezogen hat,
So gibt es darüber zwei Ansichten. Richtiger ist allerdings, dass man vorher nicht Wudu gehabt haben muss, also nicht wie bei Al-Mas' al-Khuffain. Al-Mas' al-Khuffain, da haben wir Belege aus der Sunna, dass die Voraussetzung ist, dass man vorher Wudu haben muss. Und erst dann, wenn der Wudu gebrochen wird, kannst du über die Socken streichen. Das gilt aber nicht bei dem Turban. Der Unterschied nun zwischen Mesh über Socken und der Turban und dem Turban. Beim Mesh über Turbane ist ein Teil des Kopfes im Gegensatz zum Mesh über Socken frei. Bei Mesh über Socken lässt du ja nicht einen Teil deines Fußes frei. Ja? Nämlich ein Teil der Stirnlocke. Dasselbe gilt für einen Teil des Hinterkopfes und an den Seiten, wie zum Beispiel die Ohren. Über diese freien Stellen zu streichen, ist mustahab. Also empfehlenswert. Muss aber nicht sein. Im Gegensatz zum Streichen über die Socken gibt es bezüglich des Turbans keine Überlieferung über eine zeitliche Beschränkung. Das ist der nächste Unterschied. Einige Gelehrte sind jedoch der Ansicht, dass die gleiche Beschränkung wie beim Streichen über die Socken gilt. Also haben sie was gemacht? Einen Qiyas. Aber es gibt keinen Grund für diesen Qiyas. Warum mache ich Qiyas, wenn ich keinen Grund habe? Einige Gelehrte, gut, das haben wir, in diesem Fall ist die erste Ansicht die richtigere, da es keinen Beweis für eine zeitliche Einschränkung gibt. Auf der sicheren Seite befindet man sich jedoch, wenn man der zweiten Ansicht folgt. Dann bist du raus aus dem Unterschied, Meinungsunterschied. Man darf über Turban und Socken nur im Zustand des kleinen Hadas streichen, im Großen nicht. Ist ja klar, im Großen musst du was machen? Eine Dusche nehmen. Wie willst du duschen, wenn du einen Turban anhast? Mesh über das Khimar, also Kopftuch. Manche Gelehrte erlauben das Streichen über das Kopftuch der Frau aufgrund des folgenden Hadiths. An Bilal anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam masah ala al-Khuffaini wal-Khimar. Bilal berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über die Ledersocken und die Kopfbedeckung, also arabisch Khimar, gestrichen hat. Das verwendete Wort für Kopfbedeckung ist Khimar. Es ist dasselbe Wort im Arabischen wie Kopftuch. Dieser Hadith weist darauf hin, dass man über alles streichen darf, das den Kopf bedeckt. Und darunter fällt das Kopftuch der Frau. Außerdem gibt es diesbezüglich eine Überlieferung von Umm Salama, dass sie dies getan hat und auch einen Marfu'-Hadith. Was ist ein Marfu'-Hadith? Also das ist eine Aussage des Gesandten, alayhi salatu wassalam. Andere Gelehrte erlauben dies nur, wenn das Abnehmen des Kopftuchs eine Anstreckung darstellt. Also wie ich erwähnt habe, das ist die Ansicht von Ibn Uthaymin, rahimahullah, wenn das, also das gleiche wie beim Turban, wenn es ein fester Turban ist, und genauso ist es, wenn es ein fester Khimar ist, insbesondere wenn es ein Riesen-Khimar ist, also es ist nicht so nur ein Stück Stoff, sondern es ist eine Abaya. Und bis man diese Abaya ausgezogen wird und so weiter und so fort, ja, dass man eben über den Kopf streicht. Also dass es dann erlaubt ist in diesen Fällen. Mesh über Schienen, ja, oder Gips oder was es auch alles andere gibt, wenn man einen Bruch hat, ja, und man hat eine Schiene an. Zweifellos gehören Gipse, Schienen, Pflaster und Bandagen, die man um eine Wunde gebunden hat, zu denjenigen Dingen, über die man streichen darf, sofern man sie nicht entfernen und die darunterliegende Stelle problemlos waschen kann. Ja, also wenn der Arzt sagt, kein Wasser, dann kannst du über diese Bandagen, Schienen und wie sie alle heißen, streichen. Man vollzieht also ganz normal seinen Wudu, so gut es geht. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel hier eine Schiene habe, dann kann ich natürlich mit links, hier geht es nicht, zum Beispiel die Finger sind auch gebrochen, möge Allah uns davor bewahren, ja. Und dann habe ich halt nur die linke Hand, ja, da wasche ich halt den Mund mit der linken, die Nase, mein Gesicht kann ich ja so waschen und dann die Hand, so gut es geht, ja. So, was mache ich mit dieser Seite? Ja, dann benässe ich mal diese linke Hand und streiche einfach darüber, über dieses Gips, Bandage, Pflaster, was es auch immer ist. Wenn man auch nicht streichen kann, muss man für die entsprechende Stelle Tayammum vollziehen. Also wenn man nicht streichen kann, also weder waschen noch streichen, macht man dann Tayammum. Und das wird danach nochmal erwähnt. Bedingungen für den Mesh über Schienen. Voraussetzung für diese Erleichterung ist zum einen, dass diese Schiene wirklich benötigt wird.
also im Fall einer Fraktur, und zum anderen, dass der Schutz, also Gips, nur den Teil des Körpers bedeckt, der wirklich bedeckt werden muss, um den entsprechenden Teil zu bedecken. Also das heißt, wenn dein kleiner Finger wehtut und du einen Gips hast bis zu den Ellbogen, dann ist es natürlich nicht der Fall. Ja? Also, aber das macht man ja eigentlich nicht. Ja? Sondern es wird ja normalerweise nur so viel mit einem Verband behandelt, so viel es sein muss. Außerdem muss man im Zustand der großen Tahara sein, um solche Gipse und so weiter anlegen zu dürfen, wie auch im Falle der Socken. Sollte es jedoch zum Beispiel aufgrund der Verletzung nicht möglich sein, entfällt diese Pflicht. Welche Pflicht? Eben, dass du die große Reinheit hast. Ja? Stellen wir uns vor, ein Mensch ist in Janaba, jetzt ist er hingefallen. Der kann jetzt nicht sagen, Sekunde mal, ich gehe kurz duschen und dann komme ich und dann macht er mir einen Verband. Sondern er muss ja so schnell wie möglich behandelt werden, wenn es nicht anders geht. Wie lange darf man über eine Schiene streichen? Diese Art von Masch ist zeitlich durch die Aussage eines vertrauenswürdigen Arztes eingeschränkt. Das heißt, wenn er beispielsweise sagt, dass der Gips einen Monat bleiben muss, dann darf man ihn maximal einen Monat tragen. Hiernach muss man die entsprechende Stelle wieder waschen. Diese Regelungen gelten für den kleinen und großen Hadath. Also bei einer Schiene, weil den kannst du ja nicht, du kannst ja nicht sagen, gut, jetzt muss ich Russel machen, jetzt muss die Schiene weg. Ja, wenn die Schiene einen Monat bleiben muss, dann kannst du weder Wudu noch Russel machen. Die Regelungen gelten für den kleinen und großen Hadath, das heißt, sie gelten sowohl für jemanden, der beispielsweise seine Notdurft verrichtet hat, als auch für diejenige Frau, deren Menstruation zu Ende ist. Insofern unterscheidet sich der Masch über Schienen vom Masch über den Turban. Denn beim Turban darf der Masch nur im Falle des kleinen Hadath durchgeführt werden. Einige Gelehrte, möge Allah ihnen gegenüber barmherzig sein, vertreten die Meinung, dass man in den genannten Fällen gar keinen Wudu vollzieht, sondern nur Tayammum. Sie ziehen die Folgen der Ayah als Beweis heran. وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Und wenn ihr krank seid oder euch auf einer Reise befindet oder einer von euch von der Notdurft zurückkommt oder wenn ihr die Frauen berührt habt und kein Wasser findet, dann sucht guten reinen Erdboden. Die Mehrheit der Gelehrten, möge Allah ihnen gegenüber barmherzig sein, vertritt jedoch die Meinung, dass man Masch machen muss, da Masch dem Wudu näher steht als Tayammu. Denn beim Wudu lässt man das Wasser über den Körperteil laufen, beim Masch lässt man das Wasser über die Hände laufen und fährt dann mit den Händen über den Körperteil. Beim Tayammum hingegen benutzt man gar kein Wasser. Der Beweis dafür, dass man die Wunde nicht waschen muss, ist ein Hadith. Und zwar Jabir sagte, wir waren auf Reise, als einer von uns von einem Stein getroffen wurde, wodurch er sich am Kopf verletzte. Im Schlaf hatte er einen Samenerguss und fragte dann seine Freunde, darf ich den Tayammum vollziehen? Sie sagten, nein. Diese Erlaubnis steht dir nicht zu, weil dir Wasser zur Verfügung steht. Dann vollzog er den Russel und starb. Als sie dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen und ihm vom Vorfall erzählten, sagte er, sie haben ihn umgebracht, möge Allah sie umbringen. Hätten sie doch nachgefragt, wenn sie es nicht wissen. Das Heilmittel eines Unwissenden ist zu fragen. Es hätte ihm ausgereicht, den Tayammum zu vollziehen und eine Binde auf seine Wunde zu tun, über die er dann streicht. Und den Rest des Körpers wäscht er dann. Aus diesem Hadith geht eindeutig hervor, dass er den Russel nicht hätte vollziehen brauchen. Ja, und das ist eine Regel. Wenn man etwas nicht machen kann, dann muss man es auch nicht machen. Dieser Hadith weist auf eine weitere gewaltige Tatsache hin. Wenn man etwas über den Islam sagt, worüber man kein Wissen hat, so kann dies dazu führen, dass man bei Allah als Mörder gilt. Subhanallah. Selbst wenn man niemanden eigenhändig umgebracht hat. Denn die Fatwa, also die Aussage eben, die die Gefährten dem Mann gegeben haben, hat dazu geführt, dass dieser gestorben ist. Vom Reisenden zum Sesshaften werden und umgekehrt. Das ist natürlich eine weitere Angelegenheit. Das bedeutet, ich bin sesshaft. Aber dann im Laufe des Tages bin ich auf Reise gegangen. Oder ich war auf Reise und bin jetzt angekommen. Gestern habe ich Masch gemacht, heute bin ich kein Reisender mehr. Was gilt jetzt? Also kann ich jetzt Masch als Reisender weitermachen oder als Sesshafter? Das ist dieser
Punkt. Wenn man als Reisender einen Tag lang den Mesh angewandt hat und danach sesshaft wird, oder wenn man umgekehrt einen halben Tag lang den Mesh als Sesshafter angewandt hat und danach losreist, stellt sich die Frage, ob man einen oder drei Tage lang Mesh anwenden darf. Der dritte Fall ist, man ist auf Reise und ist sich nicht sicher, ob man, als man sesshaft war, bereits den Wudu einmal verloren hat, da ja durch das erste Mal Verlieren des Wudu die Mesh-Frist beginnt. In diesem letzten Fall geht man auf Nummer sicher und macht den Mesh maximal 24 Stunden lang. Was die anderen beiden Fälle angeht, die erste, richtigste und sicherste Ansicht besagt, man geht auf Nummer sicher und wendet den Mesh nur 24 Stunden lang an, denn war man auf Reise und wird danach sesshaft, ist nicht sicher, dass man den Mesh drei volle Tage anwenden darf, und beginnt man mit dem Mesh als Sesshafter und verreist anschließend, ist auch nicht sicher, ob man nun den Mesh drei volle Tage anwenden darf. Und deswegen einfach nur 24 Stunden, dann ist man immer auf der sicheren Seite. Mesh über Mützen. Über Mützen unter anderem darf man nach der richtigen Ansicht nicht streichen. Denn Allah hat angeordnet, auf dem Kopf zu streichen, und überliefert ist lediglich die Erlaubnis in Bezug auf Turbane. Außerdem besteht im Ausziehen von Mützen keine Schwierigkeit, wie im Falle des Turbans und des Kopftuches nach einer Ansicht. Aber manche Gelehrte sagen, dass im Falle einer Erschwernis das Streichen über Mützen und Ähnlichem erlaubt sei. Und wie gesagt, also zum Beispiel diese Qalansua, also diese Mütze hier, die kann man ja wegmachen. Also das ist ja jetzt nicht die Welt. Und deswegen sollte man darauf achten, dass man lieber streicht. Wenn man natürlich einen Turban hat, dann ist es wieder was anderes. Aber wer hat heutzutage einen Turban? Gut, es gibt einige, aber eher in Gebieten, die eher heiß sind oder wo sehr viele Sandstürme sind, werden eher die Turbane benutzt. Gut, zwei Socken übereinander, was gilt dann? Wenn man zum Beispiel zwei Socken trägt, dann stellt sich die Frage, ob man über dasjenige Paar, das direkt am Fuß ist, streichen muss oder auch nur über das oberste streichen darf. Die erste Ansicht besagt, dass nur über die unterste Socke gestrichen werden darf, weil dies so über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wurde. Die zweite Ansicht erlaubt auch, dass man einfach über die oberste streicht, unter der Bedingung, dass man die obere im Zustand der großen Tahara angezogen hat. Ansonsten nur über die untere, weil nur die untere Bedingung erfüllt hat. Das heißt, wenn ich zwei Socken habe, und ich habe die erste Socke angezogen nach einem vollständigen Wudu und habe dann Mesh gemacht, und danach habe ich eine zweite Socke angezogen, dann ist ja klar, dass ich nicht über die zweite Socke Mesh machen darf. Warum? Weil ich habe sie nicht angezogen nach einem vollständigen Wudu. Ist das klar? So. Die Frage stellt sich aber, was ist? Nein, ich habe zwei Socken angezogen. Dann gilt die Regel, dass die oberste Socke, also dass man darüber streichen darf. Ja. Wer sich auf Nummer sicher gehen möchte und die oberste ausziehen möchte, bitteschön. Mesh über Schuhe. Decken Schuhe den gesamten Bereich des Fußes ab, den man normalerweise waschen muss, darf man unter Übereinkunft den Mesh vollziehen, sofern man darunter keine Strümpfe oder ähnliches anhat. Das ist natürlich, also Schuhe normalerweise trägt man über Socken, also man hat Socken an und dann zieht man die Schuhe an. Und deswegen, wie gesagt, die Ansicht ist, dass das obere ausreicht, wenn man es streicht. Wenn doch, so gilt das, was bereits im Kapitel vorher erwähnt wurde. Decken die Schuhe hingegen nicht den gesamten Bereich ab, wie etwa Schuhe, die unter den Fußknöcheln enden, darf man nicht darüber streichen. Über welchen Bereich wird der Mesh durchgeführt? Also wo streicht man? Bei Socken, man macht seine Hände nass, lässt sie abtropfen und danach streicht man einmal über die entsprechende Stelle. Wenn man über die Socken streicht, beginnt man bei den Zehen, also wenn das die Socke ist, beginnt man bei den Zehen.
und streicht über die Oberseite des Fußes, bis man zum Schienbein gelangt. Sobald man zum Schienbein gelangt, hat man nämlich über die gesamte Oberseite des Fußes gestrichen. Offensichtlich ist es Sunne, über beide Füße gleichzeitig zu streichen. Also du machst die Hände nass und streifst über beide Füße gleichzeitig. Allerdings darf man auch mit dem rechten Fuß anfangen und danach über den linken streichen. Beides ist möglich. Und man streicht beim Mesh mit der rechten Hand über den rechten Fuß und mit der linken Hand über den linken Fuß. Und in einer anderen Überlieferung lesen wir, wenn es in der Religion um die persönliche Ansicht ginge, so wäre das Streichen unterhalb der Ledersocken sinnvoller als oberhalb. Doch ich sah, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam oberhalb seiner Ledersocken strich. Das heißt, hier wird erklärt, dass im Fiqh, in den Ibadat und in den Ahkam, in den Geboten, dass hier vielleicht der Mensch denkt, nee, sinnvoller ist das, aber was muss er tun? Das, was überliefert wurde. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Socken gestrichen hat, nicht unter den Socken, dann machen wir das auch. Auch wenn es eine Ansicht gibt bei den Malikier, dass man sowohl über und unter, also so, aber das ist nicht von der Sunna, sondern die Sunna ist, dass man nur über die Socken streicht. Eine schwache Ansicht ist es zu sagen, den unteren Teil statt dem oberen Teil zu benetzen. Die dritte Ansicht ist es, sowohl oben als auch unten zu streichen. Die richtigere Ansicht aber ist, wie gesagt, nur oben. Wodurch der Mesh ungültig wird? Die erste Ansicht besagt, dass man den Wudu erneuern muss, wenn das Ausziehen nicht gerade nach dem Wudu geschieht. Was habe ich übersprungen? Achso, bei Schienen. Entschuldigung, barakallahu fik. Da eine Schiene denjenigen Teil bedeckt, den man in der Regel waschen muss, muss man auch über die gesamte Schiene streichen, da das Streichen ein Ersatz für das Waschen ist und somit denselben Regelungen unterworfen ist. Also nicht nur ein Teil, sondern die ganze Schiene. Egal wo die Schiene ist. Fuß, Arm, Kopf. Gibt es am Kopf eine Schiene? Wodurch der Mesh ungültig wird, und zwar wegen Socken nach dem Mesh ausziehen. Die erste Ansicht besagt, dass man den Wudu erneuern muss, wenn das Ausziehen nicht gerade nach dem Wudu geschieht. Also nach einer halben Stunde, eine Stunde nach dem Wudu gemacht hast und Mesh gemacht hast, ziehst du jetzt die Socken aus. Hier ist die eine Ansicht, dass man den Wudu wiederholen muss. Warum? Denn in diesem speziellen Fall hätte man die Mualah-Bedingung. Was war das, Mualah-Bedingung? Dass es ununterbrochen ist, der Wudu. Das Kontinuierliche, ja? Die Kontinuität, barakallahu fik. Genau. Hier heißt es, dies ist die bevorzugte Ansicht. Die zweite Ansicht besagt, dass der Wudu ungültig ist, auch wenn das Ausziehen direkt nach dem Wudu erfolgt. Denn wenn das Waschen der Füße ungültig geworden ist, wird der gesamte Wudu ungültig. Sie betrachten dies als eine Einheit. Die dritte Ansicht besagt, dass man einfach nur seine Füße waschen muss, selbst wenn schon viel Zeit nach dem Wudu verstrichen ist. Diese Ansicht ist darauf aufgebaut, dass Mualah kein Rücken ist. Die Kontinuität keine Voraussetzung ist. Die vierte Ansicht besagt, dass der Wudu nicht ungültig wird. Und das ist auch die richtige Ansicht. Es gibt nämlich keinen Beweis dafür. Außerdem wird eine Person, die sich nach dem Wudu kahl rasiert hat, auch nicht gesagt, dass sie den Wudu erneuern muss. Ist das klar? Machst du Wudu, gehst zum Friseur, musst du dein Wudu erneuern? Nein. Also warum muss ich den Wudu nochmal machen, wenn ich die Socken ausziehe? Ja, was ist denn da passiert? Es ist nichts passiert. Ja. Ich habe mich gereinigt. So, das war's. Jetzt ziehe ich die Socken aus, bitteschön. Und das ist auch die Ansicht von Ibn Uthaymin, rahimahullah. Das heißt, wenn jemand die Socken auszieht, ist sein Wudu nicht ungültig. Es geht um diese Frage. Es geht um die Frage, ich habe jetzt Wudu gemacht, ich habe über meine Socken gestrichen. Okay? So. Ich habe Wudu gemacht. Jetzt ziehe ich die Socken aus. Was passiert jetzt? Du hast kein Wudu. Als ob du auf die Toilette gegangen wärst.
Ja, aber warum denn? Ich war nicht auf der Toilette. Ja, du hast deine Socken ausgezogen. Ja, aber ich habe doch Wudu gemacht. Ja, aber du hast die Socken ausgezogen. Und da gibt es eben die verschiedenen Ansichten. Aber die richtige Bidnillah ist, dass man sich, dass der Wudu nicht unterbrochen ist. Das heißt, darf ich jetzt beten? Ja, du darfst beten, weil du hast doch Wudu gemacht. Ja? Und der analog dazu sagen die Gelehrten, wenn du die Haare rasierst, nachdem du Wudu gemacht hast, welcher Gelehrte sagt, du musst Wudu wiederholen? Gar keiner. Wir sagen also, bitteschön, wenn er da nicht sagt, man muss Wudu wiederholen, warum sagt er das dann, wenn man die Socke auszieht? Aber, jetzt der andere Punkt, was ist, wenn ich danach auf der Toilette war und ich möchte, oder nee, ich war gar nicht auf der Toilette, ich habe die Socken ausgezogen, nachdem ich über sie gestrichen habe, ja? Ich habe ganz, also ich habe die, den Messer so gemacht, wie es sein muss, okay? So, habe jetzt die Socken ausgezogen und jetzt ziehe ich Socken an. Darf ich auf diese Socken jetzt Wudu machen? Nein, warum? Weil ich sie angezogen habe nach einem Mesh-Wudu, genau. Also nach einem Wudu mit Mesh, nicht nach einem Wudu mit Füße waschen. Barakallahu fi. Eine weitere Ansicht ist, wenn die Frist abgelaufen ist. Und zwar, wie bereits dargelegt, darf man als Sesshafter nur 24 Stunden und als Reisender 72 Stunden lang von Mesh Gebrauch machen. Nach dieser Zeit endet die Erlaubnis des Mesh und man muss den Wudu neu vollziehen. Das ist auch wieder so eine Ansicht. Warum muss ich den Wudu neu vollziehen? Ja, also wenn ich Wudu gemacht habe, die 72 Stunden sind um, okay, jetzt habe ich verstanden, ich darf nicht mehr Mesh machen, aber ich war nicht auf der Toilette. Ja, das heißt auch wie im vorherigen Punkt, sowohl das Ausziehen der Socken als auch das Ende der Zeit führt nicht zur Ungültigkeit des Wudu. Es führt zu was? Zur Ungültigkeit der Erlaubnis, Mesh zu machen. Das sind schon zwei Paar Socken, ne? Ja. Also, das eine ist die Sache. Ist mein Wudu gültig? Ja. Ich habe meine Socken ausgezogen. Warst du auf der Toilette? Nein, dein ist Wudu immer noch gültig. Die 72 Stunden sind um. Ich bin auf Reise, die 72 Stunden sind um. Warst du auf der Toilette? Nein, dann ist dein Wudu immer noch gültig. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, die 72 Stunden sind um. Darf ich Mesh machen? Nein, du darfst kein Mesh mehr machen. Ich habe die Socken ausgezogen. Darf ich jetzt, wenn ich neue Socken anziehe, Mesh machen? Wie lautet die Antwort? Nur wenn du die Füße wieder gewaschen hast nach einem vollständigen Wudu. Nach dem Mesh Socken vorübergehend ausziehen, darf man aber, nachdem man die Socken aus- und wieder angezogen hat, wieder darüber streichen. Hier muss man bei denjenigen Gelehrten, die das Ausziehen nicht als Grund dafür sehen, dass der Wudu ungültig wird, zwei Fälle unterscheiden. Man hat den Wudu vollzogen, dabei die Füße gewaschen, danach Socken angezogen, den Wudu verloren, den Wudu dann vollzogen und dann dabei über die Socken gestrichen. Das muss man nochmal jetzt langsam durch. Also, man hat den Wudu vollzogen und hat die Füße richtig gewaschen. Okay, so, und jetzt ziehe ich die Socken an. So, nach einer gewissen Zeit gehe ich auf die Toilette. Also habe ich den Wudu verloren. Und jetzt mache ich was? Jetzt mache ich wieder Wudu und streiche über die Socke. So, wenn man nun die Socken auszieht, was ist dann? Und wieder Socken anzieht, darf ich nicht mehr streichen. Warum? Weil der letzte Wudu war was für ein Wudu? Ein Mesh-Wudu. Begriff müssen wir patentieren. Ein Mesh-Wudu. Okay. Also, wenn man nun die Socken auszieht, darf man sie nicht wieder anziehen und darüber streichen. Denn in diesem Fall hätte man ja nicht gewaschene Füße in Socken gesteckt. Was aber Bedingung für das Streichen über die Socken ist, sondern Füße über die man Mesh gemacht hat.
wie der erste Fall, nur dass man den Wudu nicht zwischenzeitig verloren hat. Also noch einmal, ich mache Wudu und wasche meine Füße. Zieh die Socken an. Zieh die Socken wieder aus. Und zieh sie jetzt wieder an. Ich habe meinen Wudu nicht gebrochen. Darf ich jetzt darüber waschen? Ja, natürlich. Weil der letzte Wudu war ein Russel-Wudu. Ich habe nicht gestrichen über die Socke. Ich habe nicht gestrichen. Also nochmal. Wie der erste Fall, nur dass man den Wudu nicht zwischenzeitlich verloren hat. Man möchte also seinen Wudu einfach nur erneuern. Aus Sunna, einfach so. Wenn man eine Socke wieder anzieht, darf man wieder darüber streichen, denn sie waren ja noch vor dem ersten, vom ersten Wudu gewaschen. Gut, dann kommen wir zu dem Mufsidat al-Wudu oder Nawaqid al-Wudu. Das nächste Mal bi idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.